Heute machen wir was ganz Spezielles und ich würde dir empfehlen, wenn du jetzt diese Lektion guckst und hast von letzter Woche die Lektion zu Piezo Sound mit der Nylon String nicht gesehen, dann würde ich mir an deiner Stelle diese Lektion zuerst angucken. Wir bauen jetzt nämlich darauf auf. So, es ist keine Nylon String hier, was du siehst, sondern es ist eine ziemlich spezielle Gitarre. Das ist eine Gaudin und natürlich steht die Typenbezeichnung nicht drauf. Die versuche ich hier unten in die Beschreibung reinzumachen. Eine sehr schöne mit Core Top, ja. Und die hat eigentlich drei Spezialitäten, wir kümmern uns heute um zwei. Also die hat ganz normale magnetische Pickups, die gehen hier raus über dieses Kabel mit dem kurzen Stecker und die hat hier eingebaut in dieser Brücke ein Piezo-Tonabnehmersystem von LR Bex und das geht über dieses Kabel raus. Das Kabel geht an In 1 von meinem XFX, also das mit dem kurzen Stecker und das mit dem langen Stecker geht an In 3 von meinem XFX. So, und ich habe jetzt hier noch den Sound, den wir letztes Mal für die Nylon String gemacht haben. Und nein, den biete ich nicht zum Download an, denn jeder Piezo klingt unterschiedlich. Das wirst du jetzt auch hören, weil der klingt jetzt wahrscheinlich über das Preset nicht besonders geil. Hören wir mal. Ja, geht so, ne? So, den müssen wir also neu programmieren. So, was ich dir heute zeigen möchte, ist, wie du den Sound von einem Piezo mit dem magnetischen kombinierst und alle möglichen Sachen. Ja, das kannst du natürlich nur machen, wenn du eine Gitarre hast, die einen Piezo-Tonabnehmer drin hat und zwei getrennte Ausgänge für Piezo und für magnetisch. So, und wir machen das Ganze nicht zu kompliziert, sondern ich zeige dir einfach, wie du praktisch rumschaltest zwischen einem Akustikgitarrensound und einem harten, verzerrten Sound. Ja, mit der gleichen Gitarre, mit einem Fußschalterdruck. Ja, beziehungsweise hier wechseln wir einfach die Scene. Ja? So, dazu müssen wir zuerst mal den Piezo-Sound auf diese Gitarre einstellen. Dazu mache ich einen kompletten Reset vom Graphic EQ. Den Kompressor übernehmen wir. Den Reverb lassen wir auch, wie er ist. Und die anderen Sachen lassen wir einfach aus, die hier drin sind. So, jetzt habe ich im Looper noch von letzter Woche den Nylon-String-Sound drin. Den brauchen wir nicht, wir brauchen jetzt einen neuen Sound. Und zwar hätte ich gerne ein schönes Strumming. Ja? So, warum nehme ich den Looper? Das erkläre ich ganz genau in der letzten Stunde, also unbedingt das Video angucken. Kurzfassung, wenn du einen Piezo-Sound einstellst, hast du meistens eine Akustikgitarre und meistens strummst du auch. Das heißt, du hörst ziemlich laut den Klang der Gitarre. Und das ist natürlich doof, wenn du einen Sound einstellst, weil natürlich der Klang der Gitarre, das, was du da einstellst, sehr verfälscht. Weil der verändert sich ja nicht. Verändert sich ja nur das, was aus den Boxen rauskommt. Deswegen macht es super Sinn, den Looper zu benutzen und dann wirklich nur das einzustellen, was der Piezo wiedergibt und nicht, was die Gitarre wiedergibt. Ja? Piezo nimmt nur einen Teil der Gitarre auf. Ja? Piezo ist keine perfekten Tonabnehmersysteme. Und deswegen würde ich unbedingt empfehlen, den Sound mit einem Looper einzustellen. So, wir haben das letzte Woche schon gemacht. Ganz kurz gehen wir durch. Wir nehmen einen Kompressor, einfach so, dann einen grafischen Equalizer, wo wir so ein bisschen nach Geschmack drehen. Ein PEQ, also ein parametrischer Equalizer, ist in der Signalkette drin. Falls da irgendwelche Frequenzen mich stören würden an diesem Pickup. Hören wir mal, stört mich da was? Da ist so ein metallisches Klirren irgendwo. Das machen wir raus, okay? PEQ an. Und schon ist es ein bisschen angenehmer. Ja, und dann suchst du alle Frequenzen, die dich stören, mit dieser Sweep-Methode, die habe ich letztes Mal schon gezeigt, und dann ziehst du diese Frequenzen raus. So, aber den Sound shapen tun wir mit dem Graphic EQ.
Was ich da mache, ich checke einfach die Frequenzen aus und stelle sie dann so ein, wie sie mir gefallen. Erstmal extreme Einstellungen, um zu hören, was macht die Frequenz eigentlich, und dann so einstellen, wie du sie möchtest. Passiert nichts, weg damit. Ja. Könntest du mit dem Bass beißen, ein bisschen zurück, ja? Die Dröhnfrequenz, die es aber auch fett macht, ja? Vielleicht berühre ich die nicht. Ja. Wenn du doppelklickst auf den Fader, macht er auf 0, ja? Also hier, doppelklicken auf 0. Boah, das ist das Topic, das drehen wir einen Mini-Tick raus, ja? Sorry, das macht dieses, das ist dieser Enten-Sound. Ich nehme auch ein bisschen raus, ja. So, hier müssen wir vorsichtig sein. Das klingt zwar jetzt nicht angenehm, aber bei den Mitten sind wir jetzt hier bei den Durchsetzungsfrequenzen. Gerade die hier. Ah, die ist schön. Die mag ich ein bisschen mehr auf, ja. Das ist so das Klirren oben rum. Frage, willst du das oder willst du das nicht, ist Geschmackssache. Lieber den noch ein bisschen hoch. So, und jetzt kannst du mal hören, ohne EQ. Und mit. Okay, gefällt mir. Lassen wir so. So, Piezo Sound ist fertig. Jetzt brauchen wir natürlich noch den anderen Sound, ne? Den E-Gitarren-Sound. Dazu deaktivieren wir jetzt mal einfach kurz in 3, beziehungsweise wir gehen mal auf eine zweite Scene. Und dann machen wir den Comp wieder an, den GEQ an, PEQ an, Enhance aus. Das habe ich letztes Mal gezeigt bei dem Enhance, brauchen wir heute nicht. Und Reverb an. Und hier deaktivieren wir in 3 und wir machen mit Quick Build ein In 1 dazu. So, und wir wollen hier vor dem Reverb, glaube ich, oder wollen wir vor dem Reverb? Ne, wir gehen hinter dem Reverb wieder rein hier. Das heißt, wir machen hier einen Shunt. Verbinden. Und dann mischen wir hier die zwei Signale. Ja, und jetzt brauchen wir hier eine M1, ein Cap. Und einen anderen Reverb, das kannst du jetzt natürlich auf deinem FM3 nicht machen. Da musst du halt vorher in den Reverb gehen und beide Sounds haben den gleichen Reverb. Wobei man das natürlich auch machen kann, das ist auch völlig okay. Und hier hätten wir vielleicht gerne noch ein Delay. Aber das kannst du alles reinziehen, wie du gerne möchtest. So, wir stellen jetzt den Sound ein. Das ist jetzt magnetischer, ne? Und wir wählen einen schönen Amp aus. Ref Gen Red 1, ja, warum nicht? Cap. Nicht Legacy, deiner Cap. Und wir nehmen mal ein Friedman V30 mit einem SM57, glaube ich, ist das. Noch ein Friedman V30 mit einem Ribbon. Mono. Beziehungsweise nein, das Solo wollte ich. Und dann den Solo. Der ist ein bisschen leiser. So, und was wir jetzt machen können, ist jetzt cool. Wenn wir jetzt rumschalten. Oh, den müssen wir natürlich jetzt hier ausschalten. So. Machen wir den Leveler an, dass wir hier einen ordentlichen Level kriegen, ja. Ja, der ist gut eingestellt. Und nochmal den Leveler an. Er ist zu leise. Und so kannst du zwischen einem Akku
Akustik-Gitarren-Sound und einem verzerrten E-Gitarren-Sound direkt hin- und herschalten. Ist natürlich nicht alles. Du kannst natürlich auch einen Clean-Sound vom magnetischen Pickup mischen mit dem Akustik-Sound. Das machen wir jetzt mal noch und damit sind wir dann auch fertig. Ja? Das mischen wir jetzt. So, da brauchen wir hier einen anderen Amp und dann nehmen wir einen ganz normalen Fender, irgendeinen Fender oder Band Commander. Genau, ist auch ein Fender. Ne? So, damit wir das hören können, was wir hier einstellen, machen wir wieder in 3 aus, nur kurzfristig, ja. Und da ist mir zu viel Bass. Den hat gerade so ein kleines bisschen angezerrt, ne? Jetzt haben wir den anderen wieder dazu. Hör mal. Ohne. Mit Piezo. Mal ohne den verzerrten. Ja, die Balance ist vielleicht, der obere ist ein bisschen zu laut. Ja, und durch diese 2 Eingänge, die du benutzt, kannst du natürlich unglaubliche Sounds machen, Kombinationen machen, kombiniert mit dem Looper, alles Mögliche. Ist eine tolle Sache, wenn du halt so eine Gitarre hast. Es gibt nicht so viele. Ich glaube, die Majesty von Petrucci, die hat das auch mit den 2 Ausgängen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die 2 Ausgänge hat. Dann auf jeden Fall ganz viele von den Gaudin-Gitarren haben das. Und es gibt noch diverse andere, die 2 Ausgänge haben. Also nur dann geht's. Du brauchst 2 Ausgänge. Ja? Und dann kannst du halt zwischen Akustik und Vollgain mit dem Fußschalter umschalten. Tolle Sache. Gut. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann bitte einen Daumen nach oben. Ansonsten Kanal von G66 abonnieren, meinen Kanal abonnieren, @BerndKills. Da gibt's auch ganz viele Tutorials, Education-Content und so weiter und so fort. Und ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust bei meinem Kurs zum XFX. Link ich dir auch unten drin, also XFX, FM3, FM9, wo ich alles zeige, was ich weiß über die Geräte. Und nach diesem Kurs mit über 60 Lektionen bist du ein absoluter Experte von den Geräten. Das war's jetzt aber von meiner Seite. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao.